Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie man eine Mütze strickt. Eine Mütze, die Mütze hat noch keinen Namen. Hier ist ein fertiges Exemplar. Gestrickt aus Soft Worsted. Das ist ein Singlegarn oder ein Dochtgarn, 100 Gramm, hat 200 Meter Lauflänge, gefärbt mit Säurefarben. Und dies ist auch mein Einsatz. Du bist hier auf dem Kanal Gabriele von Wollaholica gelandet. Wollaholica ist eine Handfärberei aus Bremerhaven. Darum stricke ich mit handgefärbten Garnen aus unserer eigenen Manufaktur. Dazu muss oder möchte ich noch erwähnen, dies ist eine Dauerwerbesendung, weil du siehst hier selbstverständlich eigene Produkte, aber auch Stricknadeln, Maschenmarkierer, Schere, die von jemand anders hergestellt wurden. Darum ist es ratsam, inzwischen in Videos oder in Social Medias Auftritt immer dazu zu schreiben, dass das eine Dauerwerbesendung ist. Du brauchst, um diese Mütze zu stricken, ich nenne sie mal No Name, natürlich Wolle, Stricknadeln. Ich brauche zusätzlich, um den runden Anfang zu markieren, das empfehle ich dir auch, einen Maschenmarkierer und eine Schere, um anschließend den Faden abzuschneiden. So. Diese Mütze habe ich gestrickt aus der Soft Worsted. Die Garne, die ich dir zeige, findest du in unserem Online-Shop. Hier habe ich ein Muster verwendet, das eine Rippe mit drei Maschen rechts verwendet und 1, 2, 3, 4, 5 Maschen in der nächsten Rippe. Das geht immer so nach oben und oben habe ich eine Sternabnahme gemacht. Wenn du dich jetzt wunderst, oder diese Mütze ist quasi kein Beanie, der sehr nach hinten durchhängt. Darum ist die Länge auch die Länge der Mütze. Insgesamt, bis die Abnahme beginnt, auch nur 20 cm. Diese Mütze shoppt nur ein klein wenig. Wenn du eine Mütze haben möchtest, die mehr shoppt, dann müsstest du die Mütze im Korpus entsprechend verlängern. Da mein Kopf eine Mütze benötigt in der Größe M, stricke ich mit der Soft Worsted. Ich glaube, das ist eine 6,5er Nadel, die nehme ich ständig, um Mützen zu stricken. Für diesen Rapport, der über 3 und 5 Maschen geht, also 8, der Rapport hat 8, nehme ich für die Worsted auch nur 62 Maschen auf. Mütze hat hier ein kleines Rollbündchen, das finde ich immer apart, weil ich persönlich mag es nicht, wenn so eine Mütze bei mir persönlich am Kopf stramm sitzt. So ist immer noch so ein kleines auflockerndes Element direkt auf meiner Stirn, das finde ich hübscher. Okay, dann lass uns mal zusammen beginnen. Wir schlagen also mit einem ganz normalen Kreuzanschlag, ein bisschen Werbung zurechtdrücken, mit einem ganz normalen Kreuzanschlag 62 Maschen an. Ich zeige dir einmal, wie das geht oder wie ich das mache. Vier, fünf,
sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 14, 15. So, jetzt drücke ich einmal Pause, weil du musst ja nicht zwangsläufig immer zuschauen, wie ich die Maschen anschlage. Also insgesamt 62 Maschen anschlagen. So, ich habe 62 Maschen angeschlagen und da ich eine kleine Nadel habe und keinen Loop machen muss, kann ich, wenn ich darauf achte, dass ich die Maschen nicht verdrehe, auch direkt gleich zum Kreis schließen. Das bedeutet, ich hänge hier einfach mal einen Maschenmarkierer rein, dann weiß ich, hier ist immer der Rundenanfang, den nehme ich immer mit in jeder Runde. Und da ich ein Rollbündchen gemacht habe, stricke ich jetzt vier Reihen oder fünf Reihen oder sechs Reihen, je nachdem, wie ich oder du gerne das Rollbündchen haben möchtest, vier Reihen glatt rechts. Dieses Single Garn ist, kannst du hier sehen, ist nicht verzwirnt, ist dadurch auch sehr oder extra kuschelig. Ich trage das sehr gerne zu Mützen oder aber auch, du kannst hier sehen, zu Stulpen. Und ich stricke auch einen Pullover daraus. Wenn du meine Sonntagsvideos, ich bringe immer sonntags ein regelmäßiges Video heraus, wenn du dieses anschaust, dann kannst du diesen Strickfortschritt auch aktuell gerne mit anschauen. Der Pulli, den ich daraus gestrickt habe, aus der normalen Soft 400 Meter, nicht 200 Meter Lauflänge bei 100 Gramm. Da fehlt nur noch ein Stück vom Korpus. Das ist ein RVO. Die Ärmel sind schon fertig und da fehlen noch so vielleicht 15 bis 20 Meter vom Körper. So, ich stricke jetzt ganz einfach im Kreis. Die erste Reihe ist ein bisschen mühsam, muss man immer mitziehen. Ich stricke da jetzt mal zwei, drei Reihen drüber und so lange drücke ich wieder auf Pause. So, ich habe jetzt sechs Maschen gestrickt. Ich habe mich für ein größeres, wulstigeres Rollbündchen entschieden. Das bedeutet nach meinen nicht sechs Maschen, sondern sechs Reihen gestrickt. Das bedeutet, dass ich nach meinen sechs Reihen des Rollbündchens hänge ich den Maschenmarkierer um und dann starte ich mit dem Muster. Durchbrochene Rippen, der gehört da nicht hin. Durchbrochene Rippen, das bedeutet drei rechts. Und über fünf Maschen. Ein links, eine rechts, eine links, eine rechts, zählen, 2, 4, 5. Also zur einfacheren Erklärung und zum Verständnis, drei Maschen rechts für die Rechtrippen und über die fünf Maschen stricken wir ein Perlmuster. 1, 2, 3, 1, vier, fünf, drei rechts, eins, zwei, drei rechts, eine links, eine rechts, eine links, eine rechts, eine links. Das ist jetzt die Perlmusterrippe und dann wieder drei rechts, drei rechts und über fünf Maschen ein Perlmuster. Wenn du nicht weißt, wie man ein Perlmuster strickt, dann schau doch mal unter den einfachen Rechts-Links-Mustern bei mir auf dem YouTube-Kanal. Da habe ich das erklärt. So, drei rechts. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was da so schabt, das ist der kleine Maschenmarkierer, der über den Tisch schrubbelt, während ich hier stricke.
Das lässt sich jetzt leider nicht vermeiden. Die Rechtsrippe mit den drei Maschen. Links, rechts, links, rechts, links und drei rechts. Falls du gerne Mützen strickst, ich werde jetzt nacheinander verschiedene einfache Anleitungen zum Mützenstricken hochladen. Schau es dir einfach an. Das sind recht einfache Anleitungen, da ist für jeden was dabei. So, und jetzt stricke ich über dieses Muster und wir sehen uns nach ein paar Reihen wieder, wenn sich da was getan hat. So, hier kannst du den Mustersatz schon mal ein bisschen besser sehen. Du siehst hier unten den Rollrand, dann über drei Maschen die rechten Rippen und über fünf Maschen das Perlmuster. Hier bei dem Perlmuster strickst du abwechselnd eins rechts, eins links und in der nächsten Reihe machst du, wir stricken ja in Runden, in der nächsten Reihe machst du dann aus der linken eine rechte und aus der rechten eine linke. Dadurch ergibt sich dieses Muster. So, jetzt kannst du natürlich sagen, oh, 62 Maschen ist ja viel zu wenig. Beim mal so ein kleines Mützen einmal eins von Wollaholica. Bei Mützen solltest du beachten, dieses Gestricke ist ja eine recht lockere, dehnbare textile Fläche. Da kannst du gerne, wenn du ein Maßband nimmst, um deine eigene Mützengröße herauszufinden, 2 cm oder bis zu 3 cm, wenn du eine Maschenprobe machst, wegrechnen. Dann sitzt das auch fest, leiert, wird ja doch beim Tragen etwas weiter und rutscht dir nicht irgendwann über die Augen. Um Mützengrößen oder deine eigene Mützengröße festzustellen, entweder misst du eine bereits vorhandene Mütze aus mit dem Maßband, schaust, wie breit das ist, oder aber du schaust tatsächlich online bei irgendeinem Bekleidungshändler, Kaufhaus, der Mützen im Angebot hat. Und schau dir diese Größentabelle an. Dann kannst du mittels einer Maschenprobe das gerne umrechnen. Ich weiß eben bei mir, ich habe so die Mützengröße M und das da reicht für meinen Kopf locker aus. Also für meinen Kopf mit dieser Dicke des Garns in Verbindung mit diesen Nadeln. Hätte ich jetzt ein dünneres Garn, müsste ich natürlich mehr als 62 anschlagen. Logisch. Ich stricke jetzt. Nee, was ich noch sagen wollte, du könntest ja auch sagen, das ist aber mir viel zu locker, da pfeift mir der Wind durch. Ja, da kannst du recht haben. Du kannst hier aber auch, wenn die Mütze fertig gestrickt ist, einen kleinen Fließstoff dahinter legen und hier unterhalb des Rollrands einfach mit einem Schlingenstich festnähen. Vielleicht zeige ich dir das auch. Das ist jetzt quasi diese Basic-Mütze. Wir sehen uns. Oder das Video geht weiter, wenn ich hier Minimum 22 cm nach oben gestrickt habe, dann zeige ich dir die Sternabnahme, die recht, also oder eine Art, eine recht flache Sternabnahme, dass die Mütze nicht so spitz zuläuft, sondern tatsächlich abnimmt. Ich persönlich mag das nicht, wenn man beispielsweise diese ganzen 62 Maschen mittels einem Faden auffangen würde und zuziehen würde. Hier habe ich bei dieser Sternabnahme diese Perlmusterrippen tatsächlich mittels einer kürzeren Sternabnahme abgenommen und nur die rechten Maschen aufgefangen. Doch das zeige ich dir am Ende. Ich jedenfalls freue mich schon auf meine neue Mütze, obwohl ich ja eigentlich schon eine rosa Mütze habe. Diese Kiste hier. Aber Mützen kann man nie genug haben. Dann bis später und ich strick mal hoch. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich meine 22 oder 23 Zentimeter gestrickt.
Wir beginnen mit der Sternspitze. Wie ich dir vorher in der anderen Mütze gezeigt habe, machen wir die Abnahmen hier auf den Rippen mit den Perlmustern und die Rippen mit den glatt rechts Rippen oder die glatt rechts Rippe, die fassen wir nachher zusammen. Das bedeutet, ich habe die neue Runde angefangen, die 3 Maschen rechts schon gestrickt. Das bedeutet, so, wir stricken jetzt das Perlmuster weiter, also über eine rechte kommt eine linke, über die linke kommt eine rechte, über die rechte kommt eine linke und die letzten beiden, die stricken wir einfach rechts. Die stricken wir einfach zusammen. So, jetzt kommen wieder die 3 Rechten und weiter geht's mit dem Perlmuster und die beiden letzten von dieser Perlmusterrippe stricken wir zusammen. Dann wieder die 3 Rechten. Und das machen wir die ganze Runde. Das machen wir die ganze Runde bis zum Ende. Und die nächste Runde, zusammenstricken. Und die nächste Runde stricken wir einfach im Muster drüber. Aber jetzt beenden wir erstmal gemeinsam diese Runde. So kann nicht mehr lange dauern. Wie ihr seht, also ich habe jetzt zurück wieder auflösen, die müssen wir zusammen stricken. Ich habe jetzt vielleicht keine Ahnung, eine knappe Stunde, eine Stunde an diesen 23 Zentimetern gestrickt. Ihr seht also, wenn ihr jetzt noch ein paar Tage bis Weihnachten, solltet ihr jetzt noch ein Projekt für ein Weihnachtsgeschenk benötigen, das ist an einem Abend erledigt. Und Mützen, Entschuldigung, Mützen in allen möglichen Farben kann man ja auch nicht genug haben. Hier ist die Runde zu Ende. Die letzten beiden zusammenstricken und diese Reihe stricken wir jetzt einfach drüber. Und zwar im Mustersatz. Im Mustersatz weiter, bis wir quasi bei den Perlrippen keine Maschen mehr haben. So lange nehmen wir ab. Und zwar jede zweite Runde. Dann wird das Sternspitzenabnahme, die ich nenne sie mal flach. Oh, Fehler im Getriebe oder warum ist da ein Fehler? Nee, eine rechte. Eine Sternspitzenabnahme, ich nenne sie mal ganz flach, die also kein Zibbel quasi auf der Mütze macht, keine langsame Abnahme, sondern eine recht schnelle Abnahme, die insbesondere bei Mützen, die so ein bisschen shoppen, neudeutsch heißen die ja Beanies, recht hübsch aussehen.
jedes Mal. Ich wollte gerade sagen, jedes Mal vergesse ich die Abnahme, aber wir sind ja schon bei der Runde, die einfach drüber geht im Muster. So, ich kann in meiner Hand schon den Maschenmarkierer spüren, sprich, wir sind am runden Ende. Die neue Runde kann beginnen. Ups, gehst du da drauf? Jetzt nehmen wir. Jetzt kommt wieder eine Abnahmerunde. Das heißt, wir stricken drüber und stricken die letzten beiden wieder zusammen. Solltest du dich gewundert haben, warum ich jetzt dieses Video nicht ausmache und schon mal vorstricke. Das geht ganz flott. Ich muss das gar nicht ausmachen. Du kannst mich jetzt quasi begleiten, bis die Abnahme quasi zu Ende ist. Und dann fassen wir die Maschen gemeinsam auf die Rippen und schließen die gemeinsam zur Runde. Das zeige ich dir auch noch. Das ist quasi eine Möglichkeit, eine der vielen Möglichkeiten, eine Mütze zu stricken, beziehungsweise bei einer Mütze den Abschluss zu stricken. Aber jedes Mal falle ich drauf rein und will keine Abnahme machen. Diesmal aber nicht. Zwei Stricken und die letzten beiden von den Perlrippen. Dann haben wir nicht mehr fünf, weil es die zweite Abnahme ist, sondern nur noch drei. Also geht jetzt flott von der Hand. Hier ist auch schon das Rundenende, noch eine Abnahme. Maschenmarkierer auf die andere Seite. Eben mal ein bisschen Faden holen. Einmal drüber stricken, das geht jetzt auch zügig von der Hand. Wir haben ja quasi pro Rippe schon eine Masche weniger. Also pro Kraus-Rechts-Rippe schon eine Masche weniger. Kraus-Rechts-Rippe habe ich tatsächlich gesagt. Pro Perlmusterrippe schon eine Masche weniger. Also haben wir deutlich weniger Maschen auf der Nadel als noch zwei Reihen zuvor. Aha, hier habe ich entweder eine Masche verloren. Ah, seht ihr, vor lauter Sabbeln, ich muss mal wieder zurückstricken. Wir haben hier den Reihenanfang. Nee, wir haben hier nicht den Reihenanfang. Da ist ein Fehler im System. Hier habe ich eine Masche zu wenig. Habe ich die verloren? Oder warum sieht das so aus? Drei. Zwei. Hier habe ich eine weniger. Da habe ich wahrscheinlich bei der Runde drüber stricken, nicht drüber gestrickt, sondern abgenommen. Mir scheint, das habe ich zweimal nacheinander gemacht, aber ihr seht so ein bisschen kleinen Pfusch an der Mütze, das fällt nachher nicht auf. Da tun wir einfach so, als hätten wir abgenommen und dann geht sich das aus. So, Reihe zu Ende.
Und jetzt kommt eine Abnahmereihe. Jetzt konzentriere ich mich mal. Besser ist das. Eine links und zwei zusammen. Drei rechts. Eine links. Zwei zusammen. Na. Und drei rechts. Eine links, zwei zusammen und drei rechts. Eine links. Ah, hier kann ich jetzt keine zusammen machen. Darum stricke ich die einfach rechts. Dann geht sich das wieder aus. Drei rechts. Eine links. Und hier kann ich ebenso keine Abnahme machen. Also stricke ich, ich habe ja vorher schon mal abgenommen, stricke ich die nur rechts. Strick 3 rechts und schon bin ich wieder voll im Fluss. 3 rechts, eine links, 2 zusammen. Drei rechts, eine links und zwei zusammen. So, jetzt soll das ja ziemlich flach werden mit der Abnahme. Ich zeige euch das nochmal. Wir nehmen jetzt gleich nochmal ab. Wir nehmen jetzt gleich nochmal ab und stricken nicht drüber hier an der vorletzten Reihe. So, 1, 2, 3 rechts und die stricken wir links ab, dass es ein bisschen hübscher wird. Ich weiß nicht, bei Sternabnahmen gibt es ja so eine bestimmte Regel, jede am Anfang, jede die vierte Reihe, dann die dritte Reihe etc. pp. Ich mache das eigentlich immer so, wie ich gerne die Mütze hinten gestalten möchte und nicht an die, ich nenne es jetzt mal Grundanleitung dieser Sternabnahme. Ich mag es jetzt eher so ein bisschen flach haben, dass ich das schön schuppen kann. Bevor jetzt alle, die denken, Sternabnahme, so geht das ja nicht, gleich schon mal die Krise kriegen. Ich passe das immer gerne so ein bisschen dem Strickstück an, wie es anschließend fallen soll. So, eins, zwei, drei, rechts. Jetzt müsste die letzte Abnahme kommen. Genau, die letzte Abnahme. Und jetzt haben wir ja nur noch die drei rechten von der Rippe, eine von der linken und die nächsten drei rechten. Also stricke ich jetzt diese letzte rechte zusammen mit dieser da in dieser Reihe. In dieser Reihe, also 1, 2, 3. Da ich meine Maschen ein bisschen anders stricke, hänge ich die einmal um. 1, 2. Hängt die einmal um, das sieht dann ein bisschen schöner aus. Eins, zwei. So, dann haben wir gleich nur noch die rechten auf der Nadel, aber trotzdem stricke ich gleich noch eine Runde drüber, bevor ich alle Maschen auf dem Faden auffädel und dann zusammenziehe. Ich habe die schon öfters gemacht und mir gefällt das Ergebnis einfach besser. Immer umhängen und zusammenstricken.
Ich hoffe, ich stricke nicht zu schnell. Mir ist gerade eingefallen, dass ich hier irgendwie auf Tempo mache und die du dem Ganzen gut folgen kannst. Zwischen habe ich auf der kleinen Rundstricknadel auch dann doch schon etwas wenig Maschen, dass man dann die ordentlich schieben muss. Also ich stricke jetzt nur einmal drüber. Und zwar sind das ja nur noch lauter Rechte. Einmal drüber und dann brauche ich, siehst du, das habe ich gar nicht hingelegt. Ich brauche noch eine Stopfnadel oder eine Wollnadel oder was immer du auch. Du kannst das auch mit einer Häkelnadel machen, wie immer du das immer gerne machst. Ich nehme mir einfach eine Nadel mit einer größeren Öse, weil dieses Worsted Garn ja doch ein bisschen dicker ist. Drei, und der Countdown läuft. Noch drei Maschen. Drei, zwei, eins und fertig. So, jetzt bloß keine Maschen verlieren. Hier oben habe ich die Schere versteckt. Ein bisschen längerer Faden, wir müssen das noch durchziehen. Und eine Nadel. So, eben einfädeln. Und jetzt geht das weiter, der letzte Schritt. Sich immer hier drum gewickelt. So, jetzt fassen wir einfach mit den Faden habe ich abgeschnitten und aufgefädelt auf eine Nadel. Jetzt fassen wir einfach alle Maschen einmal auf die Nähnadel, indem wir hier durch die Maschenschlaufen gehen. Ja, das sieht so schon mal so aus. Noch ziehen wir nicht fest an, sondern machen das einfach ein bisschen locker. So, Namen für die Mütze, für das Beanie ist mir immer noch nicht eingefallen. Ich nenne das einfach mal Beanie stricken, das Video, glaube ich. Bin ich gut dabei. So, jetzt habe ich alle Maschen aufgefangen. Kann nichts mehr passieren. So sieht die Mütze jetzt oben aus. Und wenn ich jetzt hier anziehe, dann kannst du das ganz genau sehen. Dann schließt sich das. Zu einer ganz hübschen Sternspitze. Ich mache das jetzt immer so, dass ich hier einmal reinsteche, bevor ich mit dem Faden nach innen gehe und das alles ganz gut vernähe. So, jetzt lasse ich mal die Nadel innen drin verschwinden. Und voilà, eine einfache Beanie mit Rippen ist fertig. Ich hoffe ja, dir hat die Anleitung gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, wünsche ich dir auf alle Fälle viel Spaß beim Nachstricken. Ich würde mich über ein Abo und ein Like oder einen kleinen Kommentar von dir sehr freuen.
Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, deine Gabriele von Voloholika.